Heute ist das Thema Lass es raus. Das war in den 70ern, war das sogar belegt, quasi als psychologische Krönung der Erkenntnis. Das führte dann eben so weit, das stimmt, da kann ich mich noch dran erinnern, da war ich mit meinem Vater auf dem Flohmarkt und da gab es auch so halt auch alternative Leute und die haben so Kriegsspielzeug quasi gegeben und einen Hammer. Und dann konnte man kaputt machen. Und auch die Anweisung, dass wenn man Aggressionen hat, dass man dann ein Kissen nehmen soll und auf dem rumschmettern. Später hat man festgestellt, dass das, was man macht, lernt man und verstärkt sich. Ja? Also wenn ich lerne, auf dem Kissen rumzuhauen, dann lerne ich, auf dem Kissen rumzuhauen. Also das wird eingeübt. Ich habe Aggressionen und ich lasse sie raus. Und dann kann es vorkommen, dass man das Kissen ersetzt durch was anderes, weil das Kissen ist gerade nicht da. Ist auch vorgekommen. Ja? Man kann das auch nachvollziehen. Also wenn ich mir irgendwas, also wenn ich zum Beispiel ein Kleidungsstück ein neues anhabe oder ein neues Auto, dann sehe ich auf einmal immer dieses Kleidungsstück bei anderen oder das Auto. Das ist eine unterbewusste Geschichte, die da abläuft. Also der unterbewusste Teil fokussiert sich dann quasi auf diese Aufgabe. Und das Problem dabei ist, es gibt sogar auch halt eigentlich mir sympathische Klientel, die auch so auf Freundlichkeit aus sind, die aber Aggressionen einfach negieren, als ob sie nicht da wären. Also genau dieses Überdecken. Weil das Problem ist, das steht auf der Internetseite bei mir, dieses RAIN-Prinzip. Also erstmal mitkriegen, was da ist. Und dazu brauchen wir auch die Meditation, um eben diese Mikrosekunde zu lernen zwischen Reiz und Reaktion. Dass ich mitkriege, hier ist Aggression und nicht die zu unterdrücken. Oh, ich darf nicht aggressiv immer lächeln, nein. Sondern eben, ich habe Aggression, aber dem nicht zu folgen, sondern zu sagen, das ist ein Signal, da mag irgendwas sein, wo ich jetzt drauf achten muss. Aber erstmal ohne Bewertung, da ist Aggression, nicht dem folgen. Und dem Nächsten ist dann halt, das zu akzeptieren, einfach wirklich zu sagen, das ist so, ist jetzt so. Und dem Nächsten dann nachzuschauen, was ist der Auslöser dafür. Und dann ist man da schon raus. Wenn man eine andere Emotion hat, zum Beispiel Freundlichkeit oder sogar Liebe, dann kann man sagen, oh, Liebe, dem möchte ich folgen. Das kann man dann rauslassen. Also nur durch diese Reaktionssekunde hat man eine Chance, das zu entscheiden. Da bin ich drauf gekommen, weil du gesagt hast, du schreibst auch schlechte Sachen auf. Das Problem dabei ist, das wird normalerweise gemacht, dass im Vedanta, aber auch im Psychologie-Zusammenhang schreibt man das auf, aber gleich mit der Intention, erstens das Buch zu verbrennen, wirklich zu vernichten und eigentlich aufzuschreiben, gleich mit der Lösung. Gleich die Lösung, weil sonst kommt man da, also sonst bist du quasi den Tag über irgendwann, wenn es langweilig wird, auf der Suche, ja, was ist denn schlecht, ich will heute was aufschreiben, unterbewusst. Und zudem halt dieser unterbewusste Suchmechanismus, wie mit dem neu gekauften Auto, was man überall sieht, so hast du so eine unterbewusste Aufgabe am Laufen, ich muss heute noch was aufschreiben, was heute schlecht war. Und wenn man dann aber gleich die selbstgesteckte Aufgabe hat, nicht einfach aufschreiben, gleich, wenn ich aufschreibe, die Lösung dazu. Dann werden die Sachen, erstens habe ich keinen Bock mehr, dann aufzuschreiben, weil wird auf einmal eine Arbeit. Ich muss ja dann drüber nachdenken, ist schlecht gelaufen. Warum? Was? Wie mache ich das intelligent nächstes Mal besser? Und dann hat man wirklich viel damit zu tun. Das heißt, die Gesamtmenge an schlechten Sachen, die man so aufschreibt, wird rapide weniger. Und das führt aus diesem Mäkeln raus zu konstruktivem Umgehen mit der Umwelt.
Das ist ungeheuer wichtig, ne? Dass man eben nicht in so ein, oh, das ist schlecht, das ist auch schlecht, habe ich schon immer gesagt, so, ist das wirklich schlecht? Wie könnte man das besser machen? Und dann dieses Weisheitsprinzip, kann ich da überhaupt was dran ändern? Ne? Und wenn ich da gar nichts dran ändern kann, vielleicht noch meine Einstellung dazu oder mich demnächst nicht in so eine Position zu begeben, wenn ich das vermeiden kann. Ne? Also wenn ich quasi dann alles gemacht habe, was möglich ist, um damit umzugehen, das dann auch wirklich fallen zu lassen, dann taucht es in meinem Journal oder was auch nicht mehr auf. Ne? Weil dann habe ich rausgefunden, ich habe quasi die Lösungen gefunden oder es gibt keine Lösung. Alles, was ich machen konnte, habe ich gemacht. Es taucht das nächste Mal wieder auf. Ich habe gelernt, es loszulassen. Es stört mich nicht mehr. Also das ist ungeheuer wichtig. Das ist halt der Weg, das ist wirklich von der Psychologie auch. Die haben früher gesagt, lass es raus, leb deine Emotionen aus zu. Vielleicht nicht so gut bei schlechten Emotionen, weil das Kissen wird dann durchs Kleinkind ersetzt und so. Also dass das wirklich eingeübt wird. Das hat noch eine andere Tönung quasi. Das bedeutet nämlich, dass alles, wirklich alles, was ich den Tag über mache, eigentlich nachts auch, eingeübt wird. So wird quasi jeder Moment am Tag, kriegt auf einmal eine viel höhere Priorität zum Guten und zum Schlechten. Dass einem klar wird, dass wenn ich oft Dramafilme angucke, hat das auf mein Leben sogar Einfluss. So wie ich spreche, das übe ich ein. Wenn ich so leicht aggressiv spreche immer, dann übe ich das ein. Wenn ich immer ein bisschen darauf achte, dass ich ein bisschen freundlicher mit mir bin, dann übe ich das ein. Deswegen übe ich lieber Freundlichkeit, Aufmerksamkeit und Gelassenheit ein. Und dieses Rumsitzen, was wir jetzt machen, ist wirklich, um den Geist und den Körper zur Ruhe kommen zu lassen, mit dem Nachhallen von dem, was ich eben erzählt habe. Und nach 20 Minuten lächelt ihr entweder oder sagt einfach, wie ihr euch fühlt. Aber jetzt erstmal eine lockere Sitzposition finden. Und am Anfang versuchen, die Musik nicht zu greifen, sondern umzulenken auf die Vögel. Ist nicht einfach.
Ihr kennt das vom Qigong, die Frage, wie lief diese Meditation? Heute ganz besonders schwierig, ohne irgendeine Geschichte. Ja, trotzdem die Frage ohne Antwort. Erstens diese Form der Meditation, vorher so ein kurzes Gespräch, hätte ich beinahe gesagt, ist ja ein Monolog. Und dann 20 Minuten mindestens rumsitzen, eigentlich eine halbe Stunde. Alleine das ist schon für ein bisschen fortgeschrittenere Leute, weil im Laufe der Zeit braucht man, braucht am Anfang ziemlich viel geführte Zeit, also dass man so eine Anleitung die ganze Zeit hat und dann nimmt das über die Jahre immer mehr ab. Und das, was wir machen, ist quasi schon ein bisschen weiter draußen, weil ich führe ja nicht groß an. Ich weise nur darauf hin, dass man dieses Nachhallen quasi nochmal wahrnehmen kann. Und dann gibt es eine Geschichte von, auch von Mönchen in Thailand, die zum Abt gegangen sind, weil das thailändische Dorf, was die Mönche nun gefüttert hat, also was sie quasi unterhalten hat, 3 Tage lang lautes Festchen gemacht hat. Und dann sind sie zum Abt gegangen, haben gesagt, bitte, bitte, kannst du dem Dorfältesten nicht mal sagen, dass sie ein bisschen leiser machen sollen? Wir wollen hier meditieren, das geht doch gar nicht. Und da hat der Abt gesagt, erstens mache ich das nicht, weil die füttern uns. Und zweitens ist das euer Problem. Ihr hört Musik und dann greift ihr danach und bewertet das. Und dann könnt ihr nicht mehr loslassen. Das stimmt, aber das, also gerade wenn der letzte Sinn, der noch aktiv bleibt, wenn man stirbt, ist Hörsinn. Also den quasi auszumachen, ist extrem schwer. Also von daher hatten wir heute ein sehr, sehr vorgeschrittenes Sitzen. Ja, ja. Aber nach 11 Minuten habe ich überlegt, ob ich das abbreche. Aber nee, es ist auch ein Beispiel dafür, dass das ist, richtige Meditation ist nicht so ein la, 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 sondern es ist halt das, was da ist. Kann ich das ändern? Kann ich nicht ändern? Ja, genau. Und dann quasi sich das immer wieder vor Augen zu führen, die Musik ist jetzt da, loslassen. Also man kann ja dann das durch einen anderen Reiz ersetzen. Was sagen die Vögel? Und das ist schwer. Das ist, ne, in der letzten Instanz ist quasi all die Sinne loslassen. Aber das kommt später. Das sagt auch was. Jetzt habe ich schon wieder einen Monolog gemacht zum Abschluss. Du hast was zum ersten Mal dabei? Hast das Schlimmste mitgekriegt? Ja, ich kann nicht so lange sitzen. Ja, das hatten wir letztes Mal.
Weil auch dieses, also erstmal am Anfang, wenn man 5 Minuten sich einrichtet. Dann ist es okay, aber. Nee, keine Angst. Das kommt noch, es ist noch was, noch viel mehr dahinter. Ja? Weil da im Körper quasi, das ist die, nicht ohne Grund, Tiger und Drache, Körper und Geist. Also das ist wichtig, das dann mit der Zeit mitzukriegen, bis man wirklich auf so ein Erkenntnisding kommt. Den letzten Spielfilm, da habe ich die ganze, habe ich 2 Stunden lang in einer Position, ne? Und da hat mir der Körper nichts gesagt. Jetzt sitze ich 20 Minuten, habe mich 5 Minuten lang eingerichtet und nach 5 Minuten, weiteren 5 Minuten tut es mir trotzdem weh. Ne? Also das ist so ein, ist schon, man merkt, da ist so ein inneres und dieser Kampf, den mitzukriegen, ist auch wichtig. Aber du hast heute alles, Musik, verspanntes Sitzen, alles. Okay. Ja, war genau mein Problem, was du angesprochen hast, diese blöde Musik. Ja. Weil ich so, das war keine Musik in meinen Ohren. Nee, das, angenehme Musik für mich. Ja. Nee, die kann man auch nur ertragen, wenn man Drogen nimmt, glaube ich. Na, nee, dann musst du ja spezielle Drogen nehmen. Nee. Ja. 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 Nee, halt, wir schließen noch ab zusammen. Ja, ich habe wirklich überlegt, aber. Aber immer sich dazu zwingen, etwas durchzuhalten, ist, glaube ich, auch nicht gut. Nö, aber also, das ist ja jetzt nichts Lebensbedrohliches, es ist halt unangenehm und dann rauszufinden, warum. Und also ich war, das ist nun ausgerechnet eins der wirklich schwierigeren Varianten jetzt gewesen. Aber es geht halt in die Richtung zu entscheiden, kann ich was ändern, kann ich nichts ändern? Und dann trotzdem, wenn ich sage, ich habe alles gemacht, weil wenn ich hingehe, weiß ich selber, wie ich mich verhalte. Alles gemacht habe ich nicht, ich hätte ja auch nicht. Ja, nee, das ist, also wenn das wirklich, wirklich, aber das gehört nicht zu den Sachen, wo ich gehe. Ne? Ja. Aber halt das auch loszulassen und dann, ich muss immer an diesen Viktor Frankl denken. Ne? Also als ich so Pubertät war, da Viktor Frankl, das ist ein Holocaust-Überlebender, und der hat halt geschrieben, dass er immer wieder geschafft hat, sich von der Situation im Konzentrationslager zu lösen und trotzdem ausgeglichen war. Das ist für mich schon immer ein Ziel gewesen, zu sagen, kann ich lösen, kann ich nicht lösen, kann ich was lösen, mache ich's. Und mit dem, was da ist, einfach zu sagen, das verändert mich nicht zum Negativen. Ich kann trotzdem darin noch ein Lächeln entwickeln. Ist schwer, aber da geht's hin. Sabine hat gesagt, wir können, also das, wir machen zum Abschluss 3-mal Sadhu oder wunderbar. Sadhu kann man übersetzen als wunderbar. Jetzt ist man schneller fertig, oder was? Probieren wir es heute mit Sadhu. 1, 2 und mit mehr Fröhlichkeit. Sadhu! Sadhu! Sadhu!